Herzlich willkommen zu einem EduPort-Erklärvideo. Ich erkläre euch heute, wie ihr ins schulische WLAN kommt. Ich erkläre das mit einem iPhone, das Ganze klappt aber auch mit jedem Android-Handy. Ihr müsst zunächst in die Einstellung eures Geräts. Dann in den Bereich WLAN. Und dann werden alle Netzwerke gesucht und ihr wählt das Netzwerk Hamburg-Schule an. Jetzt müsst ihr euren EduPort-Benutzernamen und euer EduPort-Passwort eingeben. In diesem Video nehme ich susisonnenschein@jls.hamburg.de und ihr Passwort. Wenn ich das gemacht habe, klicke ich auf Verbinden und dann wird mir kurz angezeigt, dass es hier ein nicht vertrauenswürdiges Zertifikat gibt. Macht euch da keine Sorgen, klickt auf Vertrauen und sofort im Anschluss wird sich euer Smartphone mit dem Internet verbinden. Ihr könnt das jetzt testen und einfach mal eine Internetseite aufrufen. Ich kann euch da eine spannende empfehlen, zum Beispiel ivy-education.de und damit testen, ob euer Gerät wirklich im Internet ist. Okay, bis zum nächsten Video.